Valencia, die alte, stolze Hafen- und Universitätsstadt und Hauptstadt der autonomen valencianischen Gemeinschaft, liegt an der Mündung des Flusses Turia ins Mittelmeer. El Cid, der christliche Held des Mittelalters, eroberte die Stadt von den Mauren und schuf sich sein eigenes Königreich. Geschichte und Moderne koexistieren hier in typisch mediterraner Gelassenheit. Ein ideales Umfeld für ein medizinisches Zentrum, das die alte, traditionelle Kunst der Akupunktur mit hochmoderner Wissenschaft zu einer Therapie der ewigen Nadel vereinigt. Heute geht es hier im Zentrum für neuroregenerative Medizin um das Thema Alzheimer, über das ich mit Dr. Rosa Aguilera ein Interview führen darf. Die junge Ärztin führt zusammen mit der Universität von Valencia eine Studie zu der Wirkung der ewigen Nadel durch. Die Erfahrungen der Patienten des Zentrums mit dieser Therapie sind sehr gut. Nun geht es darum, den wissenschaftlichen Beweis anzutreten. Ja, guten Tag, Rosa. Guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns hier darüber unterhalten können. Ich freue mich auch. Ja, und es ist ja sehr interessant. Ich bin ja auch immer hinter neuesten Studien her und ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, mit einer Wissenschaftlerin vor der Studie schon zu sprechen. Das finde ich jetzt total spannend. Was ist Alzheimer genau? Wie entsteht es? Woher kommt es? Wie äußert es sich? Und was kann man dagegen tun? Eines weiß ich. Die Medizin weiß nicht wirklich bisher ganz genau, woher Alzheimer kommt. Mhm. Es gibt verschiedene Theorien. Also genau die Ursachen, wie gesagt, sind noch nicht so klar. Es gibt auch viele Menschen, die sehr, sehr aktiv mental sind, aber trotzdem war die Erkrankung da. Es gibt auch die Hypothese, dass man kann es erben, also dass es gibt eine genetische Ursache vielleicht dahinter, aber wie gesagt, heutzutage, wir sind noch nicht so weit. Ja, es gibt ja jetzt Studien, ob es mit Ernährung und der Darmflora zusammenhängen das könnte. Das auch wie Parkinson und mit vielen anderen neurologischen Erkrankungen. Der Ursprung vom Alzheimer ist diese Änderung vom Protein, wie du schon geklärt hast, im Gehirn. Die sind Proteine und andere Stoffe, Substanzen, die Nervenzellen ernähren und die fangen an, sich zu ändern. Ja. Man weiß nicht genau und das stört die Zellen und am Ende die Gewebe und deswegen verlieren wir kognitive Funktionen. Es sind immer mehr jüngere Menschen auch, die Alzheimer bekommen. Ja, also eigentlich früher, man hat es gesehen, mit Leuten über 70 Jahre oder so. Mhm. Und jetzt im Moment schon, man kann sagen, die häufigste Form von Alzheimer, die fangen schon an über 60 Jahren. Also man kann sagen, es hat vielleicht sich 10 Jahre zurückgezogen. Entwickelt, ja. Genau. Ja, das ist schon interessant. Das würde ja vielleicht auch den Schluss nahelegen, dass es etwas mit den Lebensgewohnheiten zu tun hat. Ne? Könnte auch sein. Also könnte schon sein. Mhm. Woran merkt jemand, dass er von Alzheimer betroffen sein könnte? Da gibt es eigentlich etwas Interessantes zu sagen. Normalerweise die Leute, die sich Sorgen machen über Demenz oder Alzheimer. Alzheimer ist eine Form von Demenz, aber nicht alle die Demenzen sind Alzheimer. Mhm. Aber im Moment ist Alzheimer verantwortlich für ungefähr 60% von die Demenz fallen oder die Demenzerkrankungen. Was heißt Demenz? Demenz ist, wenn man verliert die kognitive Fähigkeiten wie Gedächtnis, wie die kleinen Tätigkeiten, die wir jeden Tag machen, wie zum Beispiel kochen oder fahren. Und normalerweise, die Leute, die sich Sorgen machen über Demenz, die denken, oh, verdammt, ich habe die Namen von die Krankenschwester meiner Vater vergessen oder ich habe vergessen, irgendwelche zu schreiben. Ich muss Demenz schon haben. Und normalerweise, komischerweise, die Leute, die wirklich Demenz oder Alzheimer haben, merken das nicht. Sind die Angehörigen, die sehen, ach so, die kleinen Fähigkeiten langsam verloren oder verschwinden. Also das heißt, die sagen, oh Mensch, also ich habe auch immer meinen Schlüssel, ich weiß, wo der ist,
Das sind gar nicht die, sondern diejenigen, die Genau. Alzheimer bekommen, Es ist zum merken Beispiel, nicht, dass sie das tun. wenn man merkt, dass der Partner einkaufen gegangen ist und nicht klarkommt mit dem Geld aus oder dass beim Kochen das Essen verbrennt sich, wenn das Ja. noch nie passiert ist oder normalerweise oder hat verloren im Moment, wie der Zeit gegangen ist oder Also das heißt, es ändert sich was. Also jemand, der immer schon vergesslich war und immer schon nach seinen Schlüsseln gesucht hat, der wird nicht dement oder kriegt Alzheimer, sondern der ist einfach vergesslich. Aber jemand, der eigentlich immer ordentlich war und zuverlässig, wenn der plötzlich anfängt, das nicht mehr zu können, dann Ja, ist ein... es kommt natürlich ein Punkt, wenn der Mensch selbst auch merkt, dass etwas fehlt. Aber Ja. dann normalerweise beobachten wir, dass die Patienten versuchen, das ein bisschen zu verstecken. Ah ja, das damit ist vielleicht verständlich. es ist nicht so klar für die Familie, dass sie Probleme haben, wirklich mit bestimmten Sachen. Aber natürlich, das kann man nicht immer oder nicht für immer. Ja, irgendwann wird es zu stark. In die Erkrankungszeiten gibt es auch Ursachen für Vergesslichkeit, an denen man nicht viel denkt, wie zum Beispiel Depressionen. Oder Ach, das wirkt auch so. Genau, ja, so ein nicht bekanntes Symptom von Depression ist zum Beispiel die Vergesslichkeit. Das wusste ich gar Und nicht. es Das kann ist schon sein, dass man sagt, ich denke irgendwie nicht mehr klar. Oder ich erinnere mich nicht mehr klar an die Sachen. Ja. Oder ich erinnere mich nicht mehr an Worte, wenn ich sprechen will. Und das hängt vielleicht zusammen mit anderen psychischen Ursachen und nicht unbedingt mit dem Mensch. Also auf jeden Fall, wenn man merkt, dass man vergesslich plötzlich wird, würde ich mich untersuchen lassen. Ja. Aber auch mich beruhigen und denken, dass andere Sachen sein können, nicht unbedingt Alzheimer, nicht unbedingt diese chronische, nicht heilbar. Die Krankheiten. Was ist denn eigentlich die Antwort der normalen Medizin, wenn jetzt wirklich, wie du sagtest, jemand zum Arzt kommt und sagt, ich bin so plötzlich so vergesslich? Was, und man stellt fest, ja, da entwickelt sich ein Alzheimer-Syndrom oder Alzheimer-Symptome. Was macht die Schulmedizin normalerweise dann? Was gibt es Medikamente? Es gibt auch Medikamente, die versuchen, den Lauf oder die Progression von der Erkrankung ein bisschen zu bremsen. Wenn zum Beispiel die nervöse System in den Präfrontalkortex betroffen ist, dann finden wir auch Verhaltensstörungen. Ja. Und das können wir auch mit Medikamenten unterstützen. Nicht komplett behandeln manchmal, aber verbessern. Du bist ja hier in dem neuroregenerativen Zentrum. Da wird ja eine völlig andere Therapie. Ja. Die ist aber keine alleinige, sondern so wie ich jetzt erfahren habe, eine interaktive. Das heißt, man arbeitet mit Patienten, die auch bei ihrem Arzt mit Medikamenten ja. versorgt werden. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus. Nee, auf keinen Fall. Also wir denken, dass alles zusammen wirkt besser als nur eine Therapie alleine, damit der Patient von alles profitieren kann und eine bessere Lebensqualität erfahren kann. Also wirklich alles. Schulmedizinbehandlung, Alternativmedizinbehandlung und die andere begleitende Therapie wie Physiotherapie, wie auch noch Meditationstechniken. Alles, das der Patient weiterhilft. Das Gesamtpaket. Genau. So, nun ist ja die Ohrakupunktur mit diesen ewigen Nadeln, diesen winzigen Titanspitzchen hier, auch ein Baustein dafür. Und da habt ihr, wie ich ja aus verschiedenen Fällen, die ich anschauen durfte, gesehen habe, recht gute Erfolge. Und das ist jetzt die Grundlage deiner Studie, die du machen willst. Und in dieser Studie, da wirst du auch mit, arbeitest du mit Patienten, die sowohl die medikamentöse Therapie schon haben und dann auch diese Ohrakupunktur. Genau, die müssen Patienten sein mit einer leicht oder mild Form von Alzheimer, die mindestens schon seit einem Jahr die Diagnose haben und das unbedingt im Medikamententherapie
in Therapie mit Medikamenten sind auch. Ja. Und wir versuchen zu vergleichen, ob Patienten mit Ohrakupunktur auch noch dazu eine Verbesserung oder Reduktion von den Symptomen haben. Aber es ist eine erste Studie, die wird benutzt werden, um künftige andere Studien weitermachen. Wie kommt ihr an diese Patienten? Fragt ihr die? Ist das von euren normalen Patienten, ja, dass schon, ihr nachfragt? Die sind von unseren normalen Patienten, aber natürlich wir fragen nach, ob die Teil von den Studien sein wollen. Und es gibt auch Kriterien für das Studium. Also die Patienten müssen genau ein Profil oder eine besondere Eigenschaften haben. Welche wären das? So zum Beispiel, die müssen zwischen 40 und 70 Jahre alt sein. Mhm. Die sollten keinen Angehörigen, keine Familienmember mit neurologischen Erkrankungen haben. Also keine genetische Vorbelastung. Genau, die sollten keine anderen neurologischen Erkrankungen dazu haben. Zum Beispiel, es wäre nicht möglich, Alzheimer und Multiple Sklerose dazu haben für das Studium. Es muss Alzheimer pur sein. Ach so, also wegen der Wechselwirkungen untereinander und... Genau. Ja. Dann es gibt auch die Medikamentenintoleranz, weil nach der Behandlung benutzen wir immer ein Antibiotikum als Prophylaktika und die brauchen auch genau diese Antibiotika zu tolerieren. Ja. Die sollten auch keine Blutverdünner oder Arten von Medikamenten auch einnehmen, weil natürlich mit den Implantaten ist es immer schwer bei der Behandlung. Genau, so Sachen. Also das, okay, und dann erst ist die Studie aussagefähig, wenn das und wirklich eine belastbare Hinweise darauf. Genau, dann wir sehen auch die Studien, wird auch kontrolliert von der Ethikkommission des Universitätsklinikums von Valencia, damit nicht nur beweisen, dass wir alles richtig machen, sondern auch einen independenten, separat, unabhängig von uns offiziellen Organismus das auch kontrolliert. Ja, das ist ja sehr schön, dass die Universitätsklinik da auch bereit und offen ist, sich das... Finde ich auch, weil eigentlich das Problem mit Alternativtherapie, viele sagen, das funktioniert nicht, aber als Ärztin, das Einzige, das ich sagen kann, ist, wir wissen das nicht. Also wir wissen nicht genau, ob das funktioniert oder nicht, weil die Studien, die man braucht, um das zu beweisen, sind noch nicht gemacht. Mal schauen mit der Zeit, was für Konklusionen hat. Konklusion, sag mal. Ja schon. Ergebnisse. Aber mindestens können wir sagen, dass wir alles wissenschaftlich gesehen haben und alles wirklich beweist haben und dann dokumentiert. Dann haben wir genau die Argumente, um zu sagen, ja, es funktioniert oder nein. Aber im Moment steht noch die Frage. Also wir werden bestimmt noch mal darüber sprechen, wenn die Studie fertig ist. Das interessiert mich sehr. Wie lange wird das denn etwa noch dauern, bis die Studie abgeschlossen ist? So? Das wird noch bis Ende 2021 auf jeden Fall. So, das ist ja absehbar. Ja, weil wir brauchen die Patienten, wir brauchen Kontrollen machen nach der Behandlung, nach 4 Wochen, nach 8 Wochen, nach noch 6 Monaten, nach einem Jahr. Wenn also diese Studie soweit tatsächlich dieses Ergebnis bringt, dass diese vorausgewählten Patienten wirklich eine deutliche Verbesserung ihres Zustandes durch die diese ewige Nadel haben. Und man weiß dann ja wohl, so wie ich dich verstanden habe, dass es die Stimulation der Nerven durch die Nadel ist, weil das Ohr, wie mir erklärt wurde, ist ja die sozusagen wie eine Tastatur fürs Gehirn. Die Punkte sprechen bestimmte Region im Gehirn an, korrekt? Korrekt, ja. So, wenn das also tatsächlich ein positives Ergebnis bringt, könnte man dann nicht davon ausgehen, dass diese Stimulation auch bei anderen Gehirnregionen möglich ist, die für andere Nervenkrankheiten wie Parkinson oder Multiple Sklerose verantwortlich sind, dass die auch günstig beeinflusst werden würden? Auf jeden Fall, das wäre eine sehr, sehr interessante Hypothese.
nach man schon beweisen kann, dass es mit Alzheimer wirklich funktioniert, wenn man das wirklich beweisen könnte in Zukunft. Und ja, natürlich, da wäre die Tür offen für die nächste Forschungen in andere Bereiche, denn in Neurologie. Es wäre ja sehr wahrscheinlich, dass wenn es bei Alzheimer durch Nervenstimulation zu Verbesserungen kommt, warum soll es dann nicht bei anderen Krankheiten, die ähnliche oder fast gleiche Probleme haben, auch funktionieren? Ja, wenn schon man gefunden hat, dass in die Ohren diese Punkte sind, die richtig den zentralnervösen System stimulieren, dann wir brauchen dieses Potenzial benutzen oder versuchen zu benutzen. Ja, natürlich. Ja, ich war ja eben ganz beeindruckt, da habe ich ja zusehen dürfen, ein bisschen wie eine solche Operation gemacht wird und wie die Patientin sofort danach gesagt hat, also sie fühlt sich wesentlich besser und sie kann also den Arm wieder ganz ruhig halten, den sie vorher nicht ruhig halten konnte. Ich fand das schon sehr beeindruckend. Werden diese Patienten dann auch noch über eine längere Zeit beobachtet? Ja, wir machen noch eine Nachbetreuung von den Patienten über einen Jahr. Also wir setzen uns in Verbindung immer nach 3 Monaten, 6 Monaten und einem Jahr für alle die Erkrankungen. Wir schicken immer die gleichen Fragebogen und Formulare, die wir am Anfang bei den klinischen Gesichtern von den Patienten, von, was wir in der Anamnese schon festgestellt haben. Wir überprüfen das immer wieder, um zu schauen, ob die Symptome sich verbessert haben, ob der Patient eine Verbesserung der Lebensqualität erfahren hat, ob der Patient die Medikation reduzieren könnte, alle diese Sachen. Ja. Und das wird dann auch festgehalten. Naja, ich habe ja gesehen, in manchen Fällen habt ihr ja bis zu 10 Jahre nachher noch nachgefragt. Ne? Ja, mit bestimmten Patienten schon. Wir haben auch viele Patienten, die als Referenzpatienten geblieben sind, weil die sehr zufrieden sind mit der Therapie. Und natürlich von diesen Patienten kennen wir die Entwicklung nach Jahren und Jahren, manchmal nach 10 Jahren. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank auch. Ich fand das sehr interessant und werde gerne noch das bisschen mitbegleiten und bin sehr neugierig auf die Ergebnisse, die sicher auch für dich selbst dann als Wissenschaftlerin, ja, sagen wir mal, schon eine Auszeichnung sein werden. Ich bin auch gespannt, ja, was also, da kommt. Vielleicht werden wir ein zweites Gespräch danach führen. Hoffe ich. Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass es Glück bringt und dass es Erfolg bringt. Dankeschön. Ja, ich danke. Bis dann.